euch auch so geht, aber so seit Corona ist, hat man irgendwie oft das Gefühl, man will gar nicht so harte Kost lesen. Also ich finde es eigentlich wichtig, auch geschichtliche Bücher und so zu lesen, um auch so, ein Freund von mir sagt immer so, den Schmerz der Welt auch offen zu halten. Aber während Corona kamen auch viele Anfragen an uns, einfach mal ein Buch, wo man weiß, es ist eine leichte Geschichte, tut einem gut. Und dann habe ich mal zu Nicole gegriffen. Just Like You. Ich habe den Roman, der da vorgeschrieben hat, schon gelesen und fand den auch ganz cool. Hat mich jetzt aber auch nicht so 120% ergriffen, aber Just Like You ist eine ganz, ich denke, solide Unterhaltungsgeschichte. Ist ganz interessant, weil es eine etwas andere Liebesgeschichte ist zwischen einer 42-jährigen Mutter von zwei Kindern und dem 22-jährigen Babysitter. Und das ist also schon mal so ein bisschen gesellschaftlich bisschen holprig, das Thema, und die beiden kommunizieren das auch ganz gut. Man fiebert am Anfang so typisch mit, kriegen die beiden sich, kriegen sie sich nicht, dann haben sie sich, dann denkt man so kurz, oh ja, okay, jetzt ist die Geschichte auch auserzählt, aber nein, es geht dann wirklich noch spannend weiter, wirklich auf und ab und viele Fragen, ja, was ist eigentlich Liebe und wie weit ist man, wenn alle einen kritisieren und sagen, das geht doch nicht, du kannst doch nicht mit dem Babysitter deiner Kinder. Wie weit ist man bereit zu gehen und wie seriös nimmt man dann diese Beziehung auch? Und das fand ich ziemlich spannend an dem Buch. Und es ist einfach eine gute Unterhaltungslektüre. Das kann man einfach mal lesen, das tut gut, das ist interessant. Als kleine politische Raffinesse spielt der Brexit noch eine große Rolle. Und auch da die unterschiedlichen Positionen und auch das wird nicht so flach abgehandelt. Also das gibt nochmal einen schönen Input auch, wie die Briten mit dem Thema so umgegangen sind. Ja.